miteinander. Nein! Guten Morgen miteinander. Wer ist das? Das ist Chloe. Sie wird ab heute in unserer Klasse sein. Sie kommt aus der 8. zu uns zurück in die 7. Sie wird wiederholen. Ich möchte, dass ihr sie bitte herzlich empfängt. Dort hat es einen leeren Stuhl neben Alex. Du darfst dir Platz nehmen. Streben! Ja, das schon. Dann, ja, es gibt leider schlechte Nachrichten. Unsere vermisste Schülerin Roxy ist leider immer noch nicht vorgekommen. Die Polizei ist immer noch am Suchen. Sie werden auch heute im Verlauf des Tages noch einmal bei uns vorbeikommen, um uns über den aktuellen Stand der Ermittlungen aufzuklären. Und wir hoffen natürlich, dass sie gleich wieder zu unserer Klasse hineinkommt. Die nächsten Nachrichten von Ihnen sind leider auch eher negativ. Und zwar habe ich die Matheprüfung korrigiert und es sind alle ungenügend. Ausser Estelle, die einen 6er geschrieben hat. Ich gratuliere Estelle. Die sind voll immer so gut in Noten. Ja, sie tut auch spicken. Ich würde sagen, wir schauen sie ganz schnell an, die Prüfung. Tom, lest du bitte schnell Aufgabe 1 vor? 6h14. Stock ein Wort, bitte nein. Entschuldigung, ich habe den Schlüssel zu meinem Spinn verloren. Könnten Sie mir bitte aufschliessen? Welches Kästchen? Das hier. Roxy, ist das nicht das Mädchen, das vermisst wird? Ich heiße genauso. Ihr habt einen Namen heutzutage. Was machst du da? Wie ihr wisst, ist Roxy bis jetzt immer noch nicht aufgetaucht. Wir sind jetzt schon 2 Wochen am Suchen, aber wir haben sie bis jetzt einfach noch nicht gefunden. Darum haben wir jetzt auch eine Hundestaffel organisiert, die alle Wälder ringsum absucht. Wir haben auch einen Tauchtrupp aufgeboten, der den See absucht. Und wir hoffen, dass wir sie noch lebendig finden werden. Ist irgendwie noch etwas, was ihr gerne noch sagen zu diesem Fall? Ist irgendetwas euch eingefallen? Dann wäre ich froh, wenn wir das jetzt noch abklären könnten. Ja, bitte. Haben Sie Ihr Handy gefunden? Nein, das ist bis jetzt noch nicht aufgetaucht. Das kann doch nicht sein. Es muss ein Signal geben. Ja, das ist richtig. Wir haben das Signal festgestellt. Wir haben es auch können orten, aber es ist noch am Auswerten. Können Sie sie denn näher, oder? Nein, aber es beschäftigt mich einfach. Ich versichere Ihnen, wir werden unser Bestes daran setzen, dass wir sie jetzt möglichst gleich werden finden. Woher weißt du, wo ich wohne? Das ist nicht so schwierig zu herausfinden. Was willst du? Was hast du bei der Roxy im Spind gesucht? Was meinst du? Denkst du, ich bin blöd? Bitte geh jetzt. Bitte lass mich in Ruhe. Sag mir, wer du bist. Bitte. Das
war ihrem Spin. Und das hast du vergessen. Zeig mal. Wie es aussieht, hat Roxy einen Brief verfasst, weil sie gewusst hat, dass das der beim Mathe-Test gespickt hat. Ach, das hat es geteilt und macht jetzt. Warte schnell. Die Lösung ist 11. Anstatt es beim Lehrer zu petzen. Schlaues Mädchen. Woher kennst du sie? Das ist meine Cousine. Deine Cousine? Ja, und beste Freundin auch noch. Und du hast extra Klasse wiederholt, um mit uns in der Klasse zu sein. Ich habe schon gedacht, dass jemand aus eurer Klasse etwas damit zu tun hat. Es hat sich nur bestätigt. Und was jetzt? Du solltest gehen. Ich muss los. Wohin gehst du? Hast du den Polizisten nicht zugelassen? Wald, See, sie suchen sie. Mach dich schneller! Ja, ich mach langsam auch nicht mehr. Nein, wirklich, noch kommt die Polizei. Ja, ich mach ja schon schneller. Ey, weißt du, was ich mach? Ich mach heute wirklich nicht schneller. Ja, gut. Ich scheiße, schau mal. Was? Das ist ein Sack. Gib mir das Geld. Shit, was machen wir jetzt? Ich habe eine Idee. Ich sag, rausgeht, also aus dem Sack raus oder so. Komisch. Scheiße. Was machen die da? Was macht ihr da? Wir haben das euch gefragt. Wir dürfen doch raus mit dem Boot, oder nicht? Ja, mit Kleidern und bei dem schlechten Wetter. Ja, wir dürfen doch mit Kleidern raus. Nur wenn wir mit dem Boot rausgehen, heisst es nicht, dass wir schwimmen gehen. Die Einzigen, die immer momentan mit einem Boot rausgehen, sind die, die ein Leiche aus dem See holen wollen. Ein Leiche, genau, Rotsee? Wir sollten die holen. Denkst du, wir sind dumm? Kommt euch das hier bekannt vor? Ich weiss, dass du gehst. Das hast du wahrscheinlich selber irgendwie zusammengebastelt. Ja, oder so. Wetten wir. Wieso sollte ich etwas selber basteln? Weil du dich damit fühlen willst. Ja. Und uns die Schuld treffen und komm, so. Komm, wir rufen die Polizei an. Ja, das ist eine gute Idee. Komm, rab. Ich bin da! Ey, lass mich los! Lass mich los! Scheiße, schon wieder. Wir sind 13 und haben schon 3 Leute umgebracht. Was machen wir? Ich habe einen Plan. Nimm du dort hin, doch. Schnell. Und ziehen. Sollen wir eigentlich Mama und Papa erzählen? Hey, chill mal, wir sind in der Ferien, genieß es doch. Ja, aber wenn wir daheim sind? Keine Ahnung. Bleiben wir doch einfach da. Okay. Wir sind schon die besten Massenkiller. You can talk to your father, talk to your mother, eyes on you. Can only talk to your